Moin moin und herzlich willkommen zur ersten Sonderfolge oder Extrafolge hier von The Forest. Ja, also diese Folge habe ich jetzt extra angefangen hier, damit wir dieses Megaprojekt da aufbauen können. Das wird halt ein bisschen länger dauern, bis wir das hier fertig haben. Deswegen kann es sein, dass diese Folge hier ein paar Stunden dauern wird, aber das ist ja nicht so schlimm. Die ist ja extra, die kriegt ihr zusätzlich zu den regulären Folgen von The Forest. Also, wenn ich in dieser Folge weniger mal reden sollte oder so, liegt es auch einfach daran, hier, das will ich ja durchziehen. Ich will das Ding da fertig haben, ihr wahrscheinlich auch, damit wir uns aufs Wesentliche hier konzentrieren können. Sorry, musste gerade auch ein bisschen aufstoßen. Ich habe einen heißen Kaffee hier. Wirklich sehr heiß. Oh. Nun, das war jetzt nicht das, was ich machen wollte. So. Aber ja, wir konzentrieren uns jetzt erstmal in dieser Sonderfolge darum, die Burg da aufzubauen, dass wir die 300 Baumstämme da zusammen haben. Sobald wir die fertig haben, können wir die Folge auch beenden, diese extra Folge. Ist nur Beiwerk, ist jetzt nicht hier gehört jetzt nicht extra dazu. Also zum regulären Folgen ist nur Beiwerk. Also wird auch so irgendwann nachträglich so kommen, beziehungsweise wenn ihr das seht, so werdet ihr denken, so warum ist das Ding da wahrscheinlich schon fertig aufgebaut und so weiter. In der letzten Folge war da noch nichts. Also, ja. Und dann seht ihr diese Folge irgendwann kommen. Aber am besten jetzt, wo ihr das auch gerade seht. Keine Ahnung, wieso ich jetzt so komisch labere, aber dann seht ihr das und habt ihr auch die Antwort, warum das Ding auf einmal fertig ist. Aber ich werde nach dieser extra Folge auf jeden Fall noch ein Statement zu geben. So, noch in der Folge. Ja. Da nehme ich vielleicht lieber wo. Spraydose. Spraydose ist weg. Ja. Das wird gleich interessant. Oh. Ein Zettenspieler. Eine geile Idee. Ich hoffe, das funktioniert auch. Warte mal. So. Kann ich das vielleicht irgendwie da anbringen? Ne? Hm. Ne? Wolf on Fire. Nice. Nice. Geil. Machen wir während der Extra-Folge hier sogar noch ein bisschen Stimmung.
dann nehmen wir die schon mal mit. Boah, ich feiere das gerade mit Kassettenspieler. Ich hoffe nur, die Ureinwohner, die hören mich nicht. Da war wieder was. So. So, haben wir noch, ja, wir haben noch was zu essen. Ja, Hunger ist groß. Das wollen wir. So, hören wir uns das auch mal an. Und ausrüsten. Ist fertig. Ja, nice Musik auf jeden Fall. So, warte mal, dann wollen wir den letzten auch noch abspielen. Ja. War jetzt keiner. Ah, okay, können wir jetzt gerade nicht. Müssen wir wahrscheinlich da vorne sein. Bei irgendwas, was wir selber gebaut haben. Ja.
So, irgendwo hier lag doch noch ein Baumstamm. Da. Und noch irgendwo einer sein. Irgendwo. Zwei Bambis. Nö, anscheinend nicht. Mir dann auch egal. Aber dieses Stückchen wird bald wahrscheinlich ohne Holz sein. Allein nur für das Fundament, ja. Ja, da kommen sie schon. Ist aber echt doof, dass wir unsere Spraydose hier nicht mehr haben. Aber wir haben hier noch Dynamit, okay. Das hier weg. Er ist weg.
Der weg. Und der hier weg. Rumpelt. Wie? Erschreck mich nicht. Wenn du so weitermachst, kommst du bei mir auf den Teller. Und ist hier entdeckt. Ey, der Bambi wurde erst jetzt entdeckt? Nehme ich einfach mal so hin. Bambi erst jetzt als entdeckt zählt. Aber naja. Kann ich mit denen sonst noch irgendwas machen? Hä? Ah, so kann man die entsorgen. Okay. War schade, dass ich jetzt dadurch irgendwie nicht noch mehr Baumstämme bekommen habe oder so. Dann hätte die jetzt alle auch noch einmal abgegrast. Wir haben langsam ein bisschen Hunger. Warte. Können doch. Hoppala, falsche Taste. Eine Angel oder sowas bauen oder nicht? Hülle, Knochenpfeile, Reparaturwerkzeug, wacher Speer, brennender Waffe, handgemachter Bogen, Schmeidigkeit, Waffe. Schadengeschwindigkeit. Wenn ich daraus einen Bogen machen. Dingens hier. Okay, den wieder weg. Nee. Kann man hier gar keine Angel machen? So, ich will den hier wieder haben. Ansonsten würde ich die ganze Zeit nur Fische angeln. Dann wären wir auch versorgt. Bambi, du bist bald auch dran. Ja. Du wirst bald auch gegessen. So, noch einen heißen Kaffee. Okay, Wiederholungsmodus gibt es dann nicht. Das auf Dauerschleife läuft.
Oh, geil. Essen. Ach, noch ein Baumstamm da. Hier aber nicht. Da sind noch welche, ja. Schauen, ob hier irgendwo einer weggerollt ist. Ja, machen wir gleich mit der Kassette. Bock auf diese Musik. So. Die Bäume überhaupt eigentlich hier nach? Oder werden aus diesen Dingern hier die Bäume später? Wisst ihr das? Ich habe gar keine Ahnung. Schön wäre es auf jeden Fall zu wissen, wenn die nachwachsen. Oder ob die nachwachsen. Nicht, dass hier die Holzressourcen und so weiter begrenzt sind. Holz haben wir da jetzt nicht rumliegen. Naja. Egal, aber das Boot ist wieder einigermaßen voll. So. Da noch Platz für einen Holzbalken, aber brauchen wir jetzt nicht. Und wieder die beiden spielen. Und
Sieht schon nice aus. Geht langsam. Auf jeden Fall. Aber erst 79 von hier von 345. Ja. Wird dauern. So, wir machen uns eben noch was zu essen. Und nehmen uns noch einen Schluck. Nicht richtig drauf. Ja. Siehst du das? Wir können das hier hinsetzen. Und jedes Mal hier oben auf dem Boot läuft die geile Mucke. Nicht vielleicht irgendwie auch eine Fackel bauen? Moment. So, Standfeuer. Aber geht das nicht dann irgendwann kaputt oder so? Benötigt das 7 Blätter, 4 Stöcker, 3 Stein. Da kommen wir, bauen den mal. Machen hier. Kann ich hier gar nicht bauen, ne? Leuchtfeuer. Schauen wir mal weiter. Schädellampe. Deckenschädellampe. Den kann ich hier gar nicht bauen. Schade. Oder falsche. No? Dann den ich, ja, den kann ich hier bauen. Okay. Würde ich sagen. Einmal hier. Nice. Und noch einmal hier sagen, warte mal. Den rotieren wir noch mal ein bisschen. So. Ah. Können wir den immer sehen? Meiner Meinung nach ein bisschen zu dunkel, aber egal. Immerhin erkennen wir jedes Mal unser Booty. Und nur doof, jetzt hier den nicht hier irgendwie irgendwo machen können.
wäre jetzt schön gewesen. Gibt es noch andere Arten von Lampen? Schädeldekoration, ne? Kopftrophäe, Waffenwandhalter, Kronleuchter aus Knochen, Knochenrahmen, Nasenfalle, Blatthaufenfalle, Molotow-Stolperdrahtfalle, Sprengstoff-Stolperdraht. Ja, wir brauchen jetzt keine Fallen, sondern eher was im Bereich hier Leuchtung. André, haben wir gefunden. Na, Krokodile gibt es hier. Große braune Fledermaus. Waschbär, Schildkröte, Schneeschuhhase. Und echte Karatsch. Die haben wir, aber die Schildkröte haben wir noch gar nicht. Hm. Einmal Muschiklaus. Hm. Nö. Anscheinend haben wir das alles nicht. Was ist da oben jetzt los? Ja, wir haben jetzt, glaube ich, unseren Kassettenspieler hier verloren. Warte mal, ich mach mal das Licht hier wieder heller. Weil man mich gar nicht mehr sieht. So. Ich hoffe, der ist gleich noch da. Es kommt nicht einfach weg. Wenn wir das zurückschippern. Gut, dass er nur Musik spielt. Dann können wir den noch hören, sollte der unter Wasser sein. Ich fühle mich jetzt ein bisschen blöd. Kann es sein, dass wir jetzt schon wieder Hunger haben? Okay, wir sind jetzt fort am Land. Das erste, was ich mache, Essen holen. Hm. Also passt schon. Kriege ich. Ja. Bird's Eye, nice. Dann machen wir uns eben was. Wir wollen hier ja schließlich nicht verhungern. Ich mag den Bogen mittlerweile mehr. In meisten Rollenspielen bin ich auch eher so Bogenschütze. Und nimmt nicht die anderen. Aber weil ich jetzt nur noch die hier habe. Und nur noch einen Stock. Und wir machen eben noch den anderen drauf. Nehmen uns noch mal einen Schluck. Viel Wasser haben wir auch nicht mehr. Na, mein Stuhl hängt hier fest. Oh,
Und Essen ist fertig. So, mit vollem Magen kann man mehr Bäume stemmen. Nicht an. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir auch mal irgendwie eine Taschenlampe oder eine Stirnlampe oder sowas organisieren hier. Dass wir dann halt nicht mehr so viel mit dem hier Dingens, mit dem Feuerzeug hier rumkraxeln. Nehmen wir da schon mal alles mit. Ja, im Dunkeln hat man schon hier ein bisschen mehr Angst, finde ich. Also ich persönlich jetzt, ja. Vor allem, weil ich keine Ahnung habe, wie gut die mich im Dunkeln sehen können. Ich sehe die halt nicht so gut. Komm. Das arme Vogelchen, aber egal. Geht der drauf als ich. Groß, kleines Fleisch. Wir müssten mal großes Fleisch organisieren. Wirklich mal so ein Bambi jagen. Oh, Bambi erschreckt mich nicht. Den Krieg mit den Ureinwohnern werden wir definitiv noch früh genug haben. Noch früh genug machen. Ja, und es gibt gleich wieder Wasser. Nice. Boah, gefällt mir jetzt mittlerweile immer mehr. Weil es häufiger regnet. Ah, und mir ist kalt. Und bin schon wieder nass. Können wir uns eben hier auch aufwärmen. Bleiben wir eben hier ein bisschen. Ich bringe den hier eben schnell auf. Und es wird wieder hell. Ja, wie man einfach da mit da hinten einfach so einen Strich in der Luft sieht. Dass unsere Basis da hinten, dass da gebaut wird. Boah, was ich für eine geile Idee habe, jetzt, was mir so einfällt, wenn da vorne die Burg ist, die Basis, die geht ja mit einer Brücke darüber, da wird es noch ein bisschen erweitert, und dann mit einer anderen Brücke dahin, und da bauen wir einen Turm, und wir können ja hier
so ein Leuchtfeuer machen. Und der kommt dann ganz oben auf den Turm, das Leuchtfeuer. Voll die geile Idee, oder nicht? Waren hier nicht noch ein paar Baumstämme? Egal. Da sind sie. Uno. Wo und los. Also hungern tun wir doch oft schon ordentlich, finde ich. Ist voll und hier geht's weiter. Und was meint ihr, schaffen wir das sogar in dieser Folge die letzten 266 Baumstämme sammeln? Die wird ja ein, zwei Stunden dauern, diese Folge hier heute, die extra Folge. Können wir schaffen, oder? So, wir haben es gerade 17:23 laut meiner Uhr, wo ich das aufnehme. Vor bis 19 Uhr das fertig zu haben, also 19 Uhr. Ich habe jetzt gerade vor 50 Minuten angefangen, fast 50 Minuten mit der Aufnahme. 19 Uhr haben wir das Ding fertig, oder? Dann werden das wahrscheinlich so, ja, 3,5 Stunden sein, so diese Aufnahme, diese besondere Folge. Ja, wir machen erstmal was zu essen. Weil wir wieder ein paar hungern sind. Sind unseren Schatten auch richtig geil. Ich wollte schon sagen, was war denn das für ein E-Symbol noch? Weil das weiß ich noch vom letzten Mal. So, das war Rotschubsen. Was ich auch für eine geile Idee hätte, ist, wir können hier ja auch solche Pfade machen. Irgendwo war das ja. Hier die Dinger. Und da kann man irgendwie so Routen machen und so weiter. Dann so vielleicht da irgendwo hin und wieder so kleine Basen bauen, so kleine Siedlungen, wo man übergangsweise sich erstmal hier in Sicherheit wiegen kann, wenn man weiter weg von der Hauptbasis ist. So, Essen haben wir. Und dann, dass wir immer so Wege, Pfade haben, die auch dann zu den einzelnen Höhlen und so weiter führen, dann. Da wollen sie schon dahin. Dass wir uns dann quasi sichere Wege aufzeichnen können, ausmalen, sagen wir so. Und ja. Dass wir dann uns immer an den Wegen orientieren können. Der ist noch nicht voll. Die Stöcke haben wir jetzt gemacht. Ich würde eher weniger in die Richtung, sondern mehr in diese Richtung abholzen wollen.
weil das näher an zu Hause auch ist, notfalls. Und dann den hier noch. Und den auch. Ja. Und so. Hier dann irgendwie so eine richtige geile Siedlung zu machen, das ist auch geil. Ich mal mir da irgendwie viel zu viel aus, so gerade im Kopf, was man machen könnte, alles, was man bauen könnte. Man darf mir eigentlich solche Spiele gar nicht in die Hand drücken, weil ich will immer irgendwie eine riesige Stadt haben oder ein Dorf, eine eigene Siedlung. Spiele, wo man bauen kann, ganz gefährlich bei mir immer. Deswegen habe ich auch Angst, ein bisschen so Fallout 4 mit euch zu let's playen, weil wir werden allein schon 5000 Folgen in der Siedlung verbringen, das Ding da aufzubauen und so. Und so sagen wir mal so, allein bei Gronkh hatte Fallout 4 so um die 400 Folgen gehabt. Und er versucht möglichst sparsam zu sein mit dem Bauen und so. Und bei mir ist so, wenn ich einmal im Baumodus bin, hört es gar nicht mehr auf. Dann will ich nur noch bauen. Vor allem auch, das habt ihr schon alleine in den ersten Folgen hier von The Forest mitbekommen. Ich wollte sofort das Ding da haben, sofort angefangen. Ich kam kaum, ohne euch in den Kommentaren, kam ich gar nicht mal erst auf die Idee, mal hier die Welt zu erkunden. Wärt ihr nicht in den Kommentaren gewesen, da bin ich auch euch übrigens sehr, sehr dankbar. Oder auch die, die mich auch privat mal angeschrieben oder angequatscht haben. So. Und gedacht haben so, ey, geh doch mal erkunden, geh doch mal in die Höhlen rein, da kriegst du voll viel geile hier Waffen, Ressourcen, was weiß ich, Gegenstände. So, wärt ihr doch nicht gewesen, ey, dann hätte ich auch jetzt nicht diese geile Axt. Klar, ich musste zwar dafür einmal drauf gehen, aber dafür haben wir jetzt eine geilere Axt, wir haben ein bisschen besseres Equipment. Aber ey, besser so als als nur 500 Folgen bauen und dann erst ab der 501. Folge dann so, ja, und jetzt wird es langsam Zeit, dass wir auch mal die Höhlen erkunden gehen oder so. Oh, das mit dem Licht hier von der Kamera, das nervt ein bisschen. Wirklich mit dem Licht. Da muss ich mal ein bisschen noch was an der Kamera machen, einstellen, weil ja, ihr müsst das die ganze Zeit ansehen. So, ich merke das immer nur, wenn ich hier mal auf zweite Bildschirm gucke, auf OBS, dass da mal hier links. Dass ich dann auf einmal voll weiß auf, im Bild bin. Und ja. Überblende ich alles quasi mit meiner glänzenden Visage hier.
Jetzt aber das Licht der Kamera ausgemacht hier. Und da immer noch voll weiß am Leuchten. Oder vielleicht muss ich hier irgendwie einfach mehr Licht im Hintergrund und so weiter setzen. Müsste ich mir ein paar mehr Lampen und sowas hier holen. Da kommt alles nach und nach. Bin jetzt aber auch echt hier ein bisschen so gefuchst. So, auf einmal bin ich jetzt wieder richtig hell am Leuchten. Was soll denn das? Fuchst mich schon ein bisschen. So. Ansonsten, wenn ihr 2 Sekunden wartet, dann mache ich mal was. So. So, dann machen wir das halt so. Dann seht ihr mich vernünftiger. Und wir machen uns was zu essen. Das ist aber jetzt besser hoffentlich vom Hintergrund. Ich habe jetzt halt meine Zimmerlampe hier eingeschaltet. So, wir machen alle dreimal rein. Hier diese Tauben, wollte ich schon fast sagen, diese Möwen. Haben wir hier genug. Können wir alle drei gleich direkt verschlingen. Ja, aber so ist jetzt besser, finde ich. Wenn wir das aber auch ein bisschen heller machen. So, ja. Ja. So. Hallo, ich will essen. So, 1, 2 und die 3. So. Will ich trinken? Hallo. So. Jetzt sind wir wieder voller Energie. Können noch mehr Bäume schlachten und... Das sieht langsam hier auch ein bisschen trauriger aus. Naja, überall. Wenn wir hier irgendwann keine Luft mehr haben, ist das nicht mein Problem. Irgendwas habe ich da gehört. Da ist mein Boot. Eine Markierung auf das Boot fällt mir gerade auf. Irgendwas, damit ich immer weiß, wo mein Boot ist. Hunde. Nee. War denn das? Da. Signalflagge. Können wir das auch hier oben bauen? Ne. Hier oben nicht. Dann würde ich sagen, und die Signalflagge machen wir hier. So, die bekommt die Farbe. Wir haben Rot, Lila, Blau. Hier machen wir. Komm, die Boote machen wir grün. Höhen sind blau. Oder nee. Wichtige Sache. Doch, rot machen wir. Lassen wir blühen. Und sogar noch einen ganzen Baum mehr schlachten. Oh, der sieht gut aus. Der gefällt mir. Ich hoffe, der gibt mehr Baumstämme als nur 4.
Bambi müssen wir uns auch mal schnappen. Ich müsste mir das auch mal für The Forest notieren. Einen Moment. Schreibe ich mir das hier auch sogar mal kurz auf für The Forest extra. So. Gut, haben wir dann Siedlung. Blau sind Höhlen. So, was haben wir noch für eine Farbe? Pink sind Wegen und so weiter. Grün haben wir. Hier Würfel. So, welche Farbe haben wir noch da bei The Forest? Aktuell, ne, andere Farben nutzen wir momentan noch nicht. Aber ja. Ja, Mann, zwei auf einen Schlag. Nice. Lass den gleich irgendwie abholzen. Irgendwie nicht. So, Ausdauer am Arsch. Ich hoffe, aus den Dingern werden neue Bäume. So praktisch. Dann bräuchten wir uns nur im Grunde in der eigenen Siedlung drum zu kümmern. Ist voll, dann hier. Ja. Ich glaube, das passt. Wir brauchen nicht noch einen Baum abzuholzen. Für diesen Rundlauf hier. Einmal noch laufen. Und dann haben wir genug Holz. So, ich darf mir auch schon mal anlernen, ein bisschen auch lauter zu sprechen, weil ich wurde schon auch mehrfach darauf hingewiesen, privat, dass ich hier einfach zu leise rede. Oder vielleicht einfach meine Stimme allgemein einfach hier in der Aufnahme zu leise ist. Da kann sowas auch mal passieren, so dass man, wenn man zu sehr vertieft ist in einem Let's Play und im Spiel und so, dass man irgendwann vergisst zu reden oder auch, dass man anfängt hier leiser zu werden oder keine Ahnung, was noch alles passiert. War hier nicht noch ein Baumstamm? Geil, wir kriegen gleich wieder was zu trinken und da haben wir Bambi. Hallo? Nein, schade. Ah, ich wollte es mal versuchen.
Aber egal, es wird jetzt schon langsam Abend. Dann können wir wieder rüber dackeln mit dem Boot. Und versuchen, unsere Anlage da wieder zu finden. Und ich hoffe, es ist nicht gedespawnt. Ich brauche dringend ein kleineres Boot. Nein. Aber geil, das mit dem Raben hier jetzt. Mir ist kalt und ich bin nass. So, jetzt ist mir warm. Jetzt kann ich weiter paddeln. Boah, muss ich machen, gleich wenn es heller ist. Nein! Aber es ist zum Glück nicht weggespawnt. Was denn da? Ah, da ist es. Okay. Der ist noch da oben. Nice. Mal jetzt endlich wieder. Ja, und den Hunger müssen wir auch noch eben kurz stillen. So, und den spielen wir mal ab. Und nee, der andere gefiel mir besser. So.
Dum 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 dum. Ich glaube, extra für diese Special-Folgen, ich glaube, es wird nicht nur bei einer so eine Special-Folge bleiben, aber extra für diese Special-Folgen machen wir für die Endcard eine gesonderte Musik hier. Ja? Ich glaube, das wird am meisten Sinn machen, wenn man auch am Ende weiß, ah, es ist eine Special-Folge, nicht eine normale, reguläre Folge. Eben Feuer machen. Hier wird langsam kalt. Mir ist nass und du bist kalt. Geht langsam was. Ah, ich brauche wieder Fleisch. Hier in der Mitte ein Feuer zu setzen wäre nicht gerade schlau, finde ich. Würde ich gerne jetzt machen, ja. Aber es ist nicht gerade schlau. Und ich darf jetzt wieder zum Feuer rennen. Was hier. Mitten in der Nacht noch immer ganz schön gedingst ist. Oh, schon wieder, ne? Okay. Ja, ist gelöscht worden, natürlich. Ich hätte ihn auch lieber da oben gemacht. Aber 233 Baumstämme noch. Ja. Wird zwar eine monströse Aufgabe, aber das schaffen wir. Ich würde aber sagen, ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. Und dann sehen wir uns gleich weiter. Wieder, ja? So, da wären wir wieder. Ja. Kleines Päuschen haben wir gemacht, aber für euch ist hier nur ein kleiner Cut. Und jetzt habe ich vergessen, was wir machen wollten. Ah ja, stimmt, wir wollten weiter Holz sammeln. So Baumstämme. So. Und bam. Wir können auch wieder Musik spielen. Thank you.
Boah, ich muss auf jeden Fall dieses Lied oder das andere da mit dem Wolf on Fire wirklich für die Endcard nutzen, dann so für diese Special-Folgen. Komm, so. Da kommen sie schon wieder. Na, wir haben nichts zu essen. Okay, schade. Dafür kriegen wir jetzt zwei lecker Schildkröten. Drei lecker Schildkröten. Eins. Komm. 2, 3 und 4. Okay, den können wir jetzt nicht, schade. Komm, Schildkröte. Tut mir zwar ein bisschen leid, die Schildkröte, aber immer noch besser die als wir. Komm. So, und jetzt haben wir groß Fleisch, ja, haben wir viel. Na, dann können wir hier. Wolf on Fire. Und noch ein Stück Fleisch legen wir drauf und dann können wir die beiden da eben noch einsammeln. War hier nicht noch eins mehr? War nicht. So, jetzt gibt's Essen. Lecker, lecker. Und nochmal eben Schluck trinken. So, und den hier. Wir haben da noch Holz liegen. Hätten wir auch noch mitnehmen können. Verdammt.
Ich glaube, 5 Bäume fällen wir jetzt erstmal und dann laufen wir wieder ein paar Mal. Hin und her. So, den hier. Komm, fällt den doch. Ja, Fall in diese Richtung, genau. Dann meinetwegen auch so. Komm. Und komm, wir nehmen den Baum. Da liegt jetzt erstmal genug Holz rum. Da werden wir jetzt erstmal genug rumlaufen, hin und her. Und hopp. So, und da war's. So. Ich glaube, da hinten hat wieder was gerannt. So. Ja, wir sind auch richtig außer Fuß. Baumstämme hier schleppen. Okay, der schleppt auf 2 Baumstämme. Ich glaube, ich würde das nicht hinkriegen. Das ist schon eine Leistung, finde ich, persönlich. Also einfach mal 2 Baumstämme unterm Arm hier. Ist voll, dann nehmen wir den. Und natürlich sind wir wieder außer Puste. Also tut mir echt leid, irgendwie die Landschaft jetzt hier so anzusehen, so alles weggerodet hier. Ich hoffe, die Bäume wachsen hier nach. Wenn nicht, haben wir wahrscheinlich bald für die Bauprojekte, die ich vorhabe, bald eine Insel ohne Bäume. Deine spawnen hier irgendwie richtig schnell wieder. Und Bäume, ich hoffe auch, dass sie wieder zurück spawnen. Ich habe nur keine Ahnung, wie lange das immer dauert, bis die wieder da sind.
falls die wieder da sein werden, die Bäume. Denn das ist irgendwie meine größte Sorge. Ja, das Spiel heißt The Forest, aber wenn das jetzt in ein paar Wochen dann ja gar keine Bäume gibt, dann müssen die das bei mir extra hier umbenennen in The Island. Oder von The Forest in No Forest. Davon haben wir auch noch einen Baumstamm. Das aus der Puste sind wir hier. Oh, haben wir einen Baumstamm hingehabt? Da haben wir einen. Wir hatten doch noch einen irgendwo, meine ich. Bambi haben wir. Drei Bambis. Eins, zwei, drei. Da ist ein Baumstamm. Ja, Bambi, geh weg. So. Zwei Bäume können wir noch schlachten. Dann müssen wir wieder rüber tuckern. Da und komm. Ja. Und den hier noch. Sieht schon echt traurig aus, finde ich. Ohne Bäume hier. Nein. Scheiß auf die Möwe. Da. Noch ein bisschen Ausdauer am Arsch. Sind schon Hunde müde. Das ist unsere Spielfigur. Ja, wir überlegen da vielleicht noch ein Lager hier zu machen für Baumstämme. Komm, wir machen da noch einen weiteren Baumstammlager. So, bauen. So, Lagerung, Baumstammlager, da. Den machen wir dann. Wie weit geht das? So. So, sechs Holz noch. Und Stöcker. Trinken eben noch.
Okay, Alkohol hilft nicht. So. Stocksammlung haben wir genug. Wird auch langsam Zeit, dass wir was essen. Machen wir zwei Fleisch rein. Da sind ja noch genug Schildkröten, die da, warum auch immer, an Land so weit hinein krachzeln. Und nochmal drei Panzer. Ah, die drehen schon um da hinten. So, erst können wir essen. Ja, Ausdauer ist wieder ein bisschen getankt. Und Ausdauer wieder voll. So, dann können wir... ich glaube, drei Bäume schlachten. Wir machen erstmal zwei. Und dann schauen wir das nochmal an, ob das von der Menge her passt. Und den hier, ganz wichtig. Komm. Jo. Oh. Nein, eine Panzerung ist ab. Den habe ich aber übelst gespürt, ey. Okay, war jetzt auch doof von mir, dass sie genau unterm Baum gelandet war. Ja, aber wenn wir genug Ureinwohner hier noch sammeln, können wir genug Knochenrüstung aufbauen. So, hier ist voll. Und hier noch. So, einen von euch brauche ich. Jo, dich nehmen wir. Den Rest können die Möwen haben. Und das war's. Dann haben wir jetzt erstmal genug Holz. Dann schippern wir jetzt zurück, aber mit Sieg.
Ich finde es so geil, einfach wie diese Platte da oben am Fliegen ist. Wisst ihr das? Von so ein kleines bisschen nochmal zurück. Ja. Wir nehmen wieder den hier. Ach ne. Den hier. Fällt mir irgendwie am meisten mit dem anderen da. Letzte zwei Balken. Ja. Langsam wird's was. Ja, fehlen nur noch 193. Ja, den müsste ich auch bald dann irgendwann hier wegmachen. So, dann würde ich aber auch sagen, wir haben jetzt noch knapp eine halbe Stunde Zeit, 19 Uhr. Dann würde ich jetzt eben noch ein letztes Mal rüber dackeln. Und dann mit euch zusammen ihr ganze Holz da fällen. Ich glaube, ich werde irgendwann dieses Boot hier abreißen. Da baue ich das kleinere Boot.
Oh. Moinsen. Kann ich dem einen Kopfschuss geben? Kopfschuss, Kopfschuss. Hm. Hey. Hey. Komm. Ja, ich merke schon, ich habe Hunger. Wer ist tot? Hä? Ah, ich habe keine Pfeile mehr. Ja. Ach, da ist einer. Ja, ich mach mir lieber erstmal was zu essen. Neues Tier entdeckt. Nice. So. Ja. Mir auch sehr angenehm, euch kennenzulernen. Ja, ich weiß, ich habe Hunger. Ja. Ich habe eine andere lustige Idee. Ja. Und? Ja, Mann. Nochmal zwei erwischt. Wenn wir wieder da drauf gehen. Komm, sollen wir es wagen? Was? Alle dezimiert. Ein bisschen Schiss hatte ich, ja, aber jetzt haben wir sie alle. Und wir können.
Ich habe aber nur jetzt die Befürchtung, wir haben jetzt die ausgeschaltet da. Beim nächsten Mal kommen stärkere Gegner. Das ist jetzt die Angst, die ich habe. So, machen wir mal Licht an. Gehen hier mal hoch. Und dann wechseln wir hier auch wieder. Hier scheint keiner da zu sein. Können wir noch ein kleines bisschen vorfahren. Und Licht wieder anmachen. Und hier. Feuer. Die Schildkrötenpanzer müssen wir auch mal alle sammeln. Haben wir eine riesige Wasseraufbereitungsanlage irgendwie bauen können daraus. Also nicht Aufbereitung, sondern Sammelstelle. Na, da steht schon wieder einer. Moin. Ist nur er jetzt, ne? Komm. Aua. Runter von meinem Boot. Ah, ein Arschloch. Ein Arschloch. Ja, bleib da. Bleib weg. Bleib weg von mir. Du hast eh keine Chance gegen mich. Komm. Wollte sie nicht anders. So, und wieder zurück. Also ich muss immer die Uhr ein bisschen im Auge behalten. Weil ansonsten komme ich gar nicht mehr dazu, die heutige Folge auch noch hochzuladen. So, es wird auch langsam Zeit, dass ich mir auch wieder ein bisschen Rüstung hole. Aber auf jeden Fall nicht jetzt, nicht in dieser Folge jetzt mit denen. Zwar könnten wir das jetzt machen, aber so viel Zeit haben wir jetzt heute leider nicht. Noch ungefähr so 22 Minuten. Noch eine Schildkröte.
Von denen kommt jetzt keiner mehr. Ich glaube, ich habe es denen gezeigt. Zumindest für diese heutige Nacht. Also später kommt eine richtige Armee von denen. Ich glaube, die hatten auch jetzt die letzten Tage genutzt, um mich auszukundschaften. Wo sind meine Baumstämme? Wahnsinn. So. Da. Und so. Ah, ich hab Durst. Sind wir eben Schluck. Und nochmal zwei. Da haben wir auch noch ein paar. Gut. Dann gleich erst wieder welche Schlachten. Nicht ins Feuer. Trotzdem immer ein bisschen aufpassen. Kann ja sein, dass hier noch eine Vorhut kommt oder so. So, der Mond ist schon auch weg, wie man sieht. Das heißt, es wird jetzt jeden Moment Tag. Ja. Da ist immer noch dieser eine krasse Strich in der Luft. Achso, die Möwe war's. Ich dachte, da kommen schon wieder welche. Aber hier haben wir bald keine Bäume mehr. Dann ist es The Island. Alle Richtung Boot gekippt, das ist gut. So wollen wir es haben. Möglichst immer den kürzesten Weg. So. Licht können wir ausmachen. Da ist schon wieder einer. Komm. Komm her. So, die wollen ja mich immer attackieren. Dann attackiere ich die zurück. Wenn die mich einfach in Ruhe lassen, dann wären die mir auch egal. Aber nee, die sind ja immer dabei, mich auszukundschaften, anzugreifen und so. Vermutlich haben die vor, mich zu essen. Also nö. Die haben bisher nur einmal geschafft, mich hier außer Gefecht zu setzen. Und hoffen wir mal, dass das nicht nochmal passiert. Okay, das erste Mal musste irgendwie so oder so passieren.
Dem leuchtet da etwas. Ja, kann ich damit nichts machen, keine Ahnung. Drei Baumstämme haben wir noch. Okay. Nicht, dass die Ureinwohner da wieder auftauchen. Ich finde, wir können das auch alles ohne Blutvergießen lösen, aber die attackieren mich ja immer nur. Baumstamm vielleicht irgendwie weggerollt oder so. So, zwei Bäume schlachten wir noch und dann vielleicht auch drei, weiß ich jetzt nicht. Ich denke, zwei werden reichen, bis das Floß wieder voll ist. Und komm, wir nehmen den hier. Nachgewachsen? War der vorher auch wieder da? Oder noch da geblieben? Oder so in der Art? Kipp um. So, und der Hunger kickt wieder, natürlich. So. Lecker Schildkröten. Ich glaube, wir haben gleich irgendwann hier 1 Million Schildkrötenpanzer. Weil hier ist so ein geiler Spot für Schildkröten. Die kommen immer hier. Und wenn wir hier immer Schildkröten jagen, werden wir nie verhungern. Ich glaube, das Fleisch war nicht gut. Weil wir ein bisschen Leben verloren haben, unten rechts. Ich glaube, das Fleisch ist schon abgelaufen. Und so.
Ich muss aber auch sagen, an sich tun mir die Ureinwohner schon ein bisschen leid, weil ich holz hier ihre ganze Insel ab, ihre ganze Natur. Klar, an sich mir ist mein Überleben wichtiger. Aber ich könnte auch jederzeit mit denen in Frieden leben. Wenn die mich nicht abschlachten wollen würden. So. Zwei Bäume. Zwei Bäume Platz haben wir noch. Komm, wir nehmen den hier. Den hier. Hallo, komm, triff. So, dann haben wir es gleich auf. Ja. Drück ich wieder falsche Taste. Da kommt wieder einer. Komm her. Oh. Komm. Ich mache ihn fertig. Komm. Hallo, ich will die Baumstämme. Bin auch voll Blut überströmt hier. Muss ich mich gleich auch nochmal waschen. So, jetzt bin ich wieder normal. Nicht mehr so blutig. Die Achse ist auch wieder sauber. Ja, ich weiß, wenig Energie. Wir legen uns auch gleich irgendwann hin beim Speichern. So. Ist ja nicht mehr viel. Wir machen eben das Haus noch zu Ende.
So. Und trinken können wir auch noch was. Schildkröten nehmen wir noch mit. So, den haben wir erwischt. Haben wir hier noch frisches Schildkrötenfleisch. Und hopp. Den haben wir auch noch. So, frische Schildkröte. Einmal kurz. Waschen, ja. So. Boah, so viele Schildkrötenpanzer hier. Hier ist ein Schildkrötenfriedhof. Sofort fertig und dann gucken wir rüber. Ja. Energie wieder voll, nice. So, und nun segeln wir los. Aber, warte. Da bin ich gespannt, wie fertig das Ding dann gleich aussieht. Ich finde, es sieht jetzt schon aber auch ganz schön krass aus. Ja, noch ein bisschen, komm. Ja, und ja, das müsste jetzt reichen. Dann doch ein bisschen zu nah. Egal. Auch gleich haben wir es fertig, da, den Boden zumindest oben. Komm. Boah, ist schon sofort fertig, ey. Boah, da freue ich mich.
Ich hoffe, die beiden reichen noch für oben. Ja, nice. Oben ist fertig. Oben ist fertig. Nice. Jo. So in etwa wird es dann aussehen. Geil. Ah, oben kann ich noch nicht drauf. Okay. Muss erstmal wahrscheinlich fertig gebaut werden. Aber nice. Und dann kann man hier unten so einen kleinen Steg oder sowas machen. Irgendwie, dass hier unten so die Plattform ist. Hier einen kleinen Hafen oder was weiß ich. Hier unten. Wenn man hier, keine Ahnung, vielleicht in, was weiß ich, was machen. Oh ja, okay, ist ein bisschen komisch, dass das da schief ist. So, gebaut, aber egal. Hier ist schief. Und wahrscheinlich da hinten auch. Gehe ich von aus. Ja, hier ist ja auch ein bisschen schief. Aber okay, ist egal. Ist nicht so wichtig. So. Dann. Nein. So. Und. Ja, komm, nein. Ja. Haben wir es jetzt geschafft. So, dann wollen wir jetzt darüber. So, dann können wir das genau so hier parken. Also von Ureinwohnern ist keiner in der Nähe. Dann sage ich euch auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass ihr zu dieser extra langen Special-Folge eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.